Führe die folgende Division mit dem Horner-Gitter durch. Das ist möglich, weil der Teiler ein Binom der Art x minus eine Zahl ist. Wir müssen uns jetzt vergewissern, dass der Dividend ein vollständiges und geordnetes Polynom ist, geordnet nach der abfallenden Reihenfolge der Exponenten. Wir überprüfen 3, 2, 1, 0. Dieses Polynom erfüllt also beide Bedingungen. Wir beginnen die Division mit dem Horner-Gitter, indem wir die Koeffizienten der jeweiligen Potenzen von x in eine erste Zeile schreiben, beginnend also mit 1. Dann minus 3 Viertel, ein halbes, minus 3 Sechzehntel. Jetzt zeichnen wir das Gitter und setzen die Zahl, die im Teiler von x subtrahiert wird, an diese Stelle. Diese 1 rutscht runter bis hierhin, so. Von da nach da wird multipliziert. Wir rechnen also ein halbes mal 1. Das macht ein halbes und dieses Produkt schreiben wir da hin. Vertikal wird addiert. Minus 3 Viertel plus 2 Viertel macht minus 1 Viertel. Ein halbes mal minus 1 Viertel, das macht minus 1 Achtel. 4 Achtel minus 1 Achtel, das macht 3 Achtel. Ein halbes mal 3 Achtel macht 3 Sechzehntel. Und minus 3 Sechzehntel plus 3 Sechzehntel, das macht 0. Der Dividend ist ein Polynom dritten Grades. Der Teiler ist ein Polynom ersten Grades. Also muss der Quotient ein Polynom zweiten Grades sein, dessen Koeffizienten hier abzulesen sind. Also ist der Quotient 1 mal x² minus 1 Viertel mal x plus 3 Achtel. Und diese 0, das ist der Rest. Also können wir diese Division so deuten, der Dividend geteilt durch den Divisor, das ist der Quotient, da steht er, plus der Rest geteilt durch den Divisor. Also plus 0 geteilt durch x minus 1 halbes. Das heißt plus 0, was wir hier nicht schreiben. Oder man deutet dieses Gitter so, der Dividend, das ist der Divisor mal der Quotient plus der Rest 0. Rest, den wir nicht schreiben.